So, hallo. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr, was ihr machen könnt, wenn ihr folgende Fehlermeldung habt. Und zwar, wenn ihr euer Ladekabel nicht mehr anschließen könnt, weil angeblich Flüssigkeit drin ist. Das sieht dann so aus. Genau, dann ploppt dann diese Fehlermeldung auf und das Gerät lädt einfach nicht. So, ich habe schon vieles versucht. Ich war auch bei Samsung, bei denen im Store und die meinten, ich müsste es wechseln, weil das ein Hardwarefehler ist. Also auf Werkseinstellungen zurücksetzen hat nichts gebracht. Trocknen, föhnen, in Reis legen, das hat alles nichts gebracht. Deswegen, es gibt eine Möglichkeit, wie ihr euer Handy trotzdem laden könnt. Das ist auch ganz einfach und zwar, ihr startet das Handy neu. So. Und steckt das Ladekabel an einer ganz gewissen Stelle in die Ladebuchse. Und zwar genau jetzt. So, wenn ihr es jetzt anschließt, dann ignoriert das Handy die Fehlermeldung. Und ihr könnt euer Handy wie gewohnt laden, bis ihr es wieder rauszieht. Dann kann es sein, dass die Fehlermeldung wieder aufploppt. So, jetzt gebe ich mal ganz kurz den PIN ein. So, ihr seht, das Ladezeichen, naja, jetzt seht ihr es gerade nicht. Das Ladezeichen ist da, das Gerät lädt auf und das geht jetzt auch so lange, bis ihr quasi wieder das Ganze rauszieht. Zack. So, jetzt kann sein, dass die Fehlermeldung direkt wiederkommt oder erst dann nach einer gewissen Zeit. Ist immer ganz unterschiedlich bei mir. Aber so habt ihr wenigstens die Möglichkeit, euer Handy zu laden.